wie du dieses leckere, glutenfreie und vor allem dem komplett medium-friendly Brot in unter 10 Minuten zubereitest und was es mit dieser Backmischung zu tun hat, das erfährst du in diesem Video. Hi, herzlich willkommen zurück bei Just Yvonne, unvollkommen vollkommen, der Kanal, bei dem du Einblicke in meinen persönlichen Heilungsweg und in meine Erfahrungen bekommst, viele leckere, vegane und vor allem dem medical medium friendly Gerichte für dich zu Hause zum Nachkochen und Nachbacken und einen Podcast, bei dem ich dir als ausgebildete Energetikerin und Beraterin nach den Lehren von Anthony William Medical Medium viele hilfreiche Tipps und Tricks für deine Persönlichkeitsentwicklung und deine Ernährungsumstellung mitgibt. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein ganz besonderes Video und zwar backe ich heute mit dir Brot. Aber jeder, der meine Kochvideos kennt, der weiß, dass ich dort drei Kriterien habe und zwar müssen alle Gerichte schnell, einfach und lecker sein. Anders nehme ich ganz, ganz, ganz weit Abstand, weil ja, ein Kochprofi und Backprofi bin ich definitiv nicht. Und deshalb möchte ich dir heute mal ganz was Besonderes vorstellen, und zwar die Brotbackmischung von Kustura. Die ist nämlich nicht nur schnell und einfach in der Vorbereitung und Zubereitung, sondern die ist auch noch komplett medical medium friendly, also glutenfrei, sojafrei, maisfrei, frei von sämtlichen Konservierungsstoffen, von sämtlich schädlichen E-Nummern und sonstigem Zeug, was jetzt noch im Brot so alles drinnen ist. Also nicht nur medical medium friendly, sondern auch noch gesund. Und da nehme ich dir jetzt heute mit beim Zubereiten und beim Backen vom Brot und ich bin schon ganz, ganz, ganz gespannt. Los geht's! Was mich hier überzeugt hat, sind nicht nur die tollen Inhaltsstoffe, weil da sind nämlich drinnen einmal Hafervollkornmehl glutenfrei, die Hafervollkornflocken glutenfrei, Chiasamen, Leinmehl und Sonnenblumenkerne. Also wirklich hochqualitative Inhaltsstoffe, alles aus biologischer Landwirtschaft. Also das hat mich schon mal überzeugt, aber was mich so richtig überzeugt hat, war einfach, dass es komplett salzfrei ist. Da ich mich ja gerade komplett salzfrei ernähre, finde ich das einfach der Hammer, dass hier auch darauf geachtet wurde, einfach wirklich das Salz wegzulassen. Und so hat dann jeder selbst die Entscheidung, möchte ich Salz reingeben oder nicht. Also das ist wirklich super gut. So, ich habe jetzt die Backmischung mal hineingegeben und jetzt kommt noch ein Backerl Backpulver dazu. Da verwende ich das vom DM, das ist mit Rheinweinstein. So, und jetzt tun wir das mal mit einem Schneebesen gut vermengen. Noch im trockenen Zustand, also es kommt jetzt praktisch nichts weiter als die komplette Backmischung und das komplette Päckchen Backpulver hinein. Und wenn du Salz nehmen möchtest, dann gibst du hier jetzt auch das Salz dazu. Vermengst es dann gut. Und dann geht es auch schon weiter. Jetzt kommt noch 150 Milliliter Apfelmus. Und dann habe ich mir noch hier die 380 Milliliter Wasser schon vorbereitet. Die haue ich da jetzt gleich dazu. Dann geht es auch schon ins Mixen hinein mit so einem Knethaken. So circa 3 bis 4 Minuten. Und jetzt gehen wir den Teig in eine Brotbackform hinein. Zum Schluss jetzt dann noch den Teig schön glatt streichen. Und dann war's das. Jetzt lassen wir den Teig eine halbe Stunde ruhen und nach den 30 Minuten kommt er dann in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 90 Minuten in den Ofen hinein. Also es ist total einfach zum Backen. Man braucht überhaupt keine Zeit. Ich habe jetzt circa 6-7 Minuten mit dem Mixen benötigt und zwischendurch mit dem Quatschen da fürs Video. Also geht richtig, richtig schnell im Gegensatz zu den anderen Brotteigen, die man dann konform erst einmal herstellen muss. Also sehr empfehlenswert.
Und das Beste daran ist, du musst auch gar kein Backprofi nicht dafür sein, weil es einfach richtig, richtig gut da in der Beschreibung, also in der Anleitung hier wirklich beschrieben ist, wie, was, wann. Also auch für komplette Backanfänger geeignet. Und tada! Schau, wie schön das Brot ausschaut. Gerade frisch vom Ofen raus. Es duftet göttlich. Drinnen habe ich das jetzt gehabt zu so 100 Minuten, also 5 Minuten länger. Und zwar kannst du das hier mit so einem Spießlein immer kontrollieren, ob schon fertig ist. Wenn du so wie hier noch so ein bisschen Teig dran kleben siehst, dann braucht es noch ein bisschen. Und jetzt wird es noch in den Geschirrtuch eingewickelt und dann für 2 Stunden ausgekühlt. So, jetzt ist das Brot gut ausgekühlt und der Moment der Wahrheit kommt. Wir schneiden das Brot an und schau, wie schön das von innen ausschaut und wie toll weich und knusprig das gleichzeitig ist. Ah, ich freue mich schon aufs Probieren. Mit dabei beim Taste-Test, mein Hallo. Schatzi. Er tut ja noch normales Brot essen. Das heißt, es wird einmal ganz interessant und spannend, was er mal zur Qualität dazu sagt, wie es so schmeckt. Und vor allem dem ist er ja auch Chefkoch. Und somit wird es nochmal spannender, wie es ihm so schmecken wird, was er so dazu sagt, was so seine Meinung sagt. Schauen wir mal. Ja, bist du bereit? Ja, bist du Okay, bereit? ich bin bereit. Merci. Sehr interessant. Schmeckt gut. Vom Geschmack her ein bisschen was anderes. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, Butterbrot zu schmieren. Medical friendly. Also ich finde, das Brot schmeckt mega, mega lecker und vor allem schmeckt es einfach so richtig nach Brot und nicht so wie die anderen Brotteige, die wir bis jetzt mal so gemacht haben, ausprobiert haben, die innen drinnen immer so, wie heißt das, teigig, gatschig. Teigig, klebrig, Ja. kleistrig. Da halt oft viel halt mit Stärke probiert wird, passiert das halt. Und ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt da aus Haferflocken, Chiasamen, Leinmehl, Sonnenblumenkerne ein Brot herkriegt. Und natürlich Backpulver, Wasser und ein bisschen Apfelmus. Ich finde das Produkt mega interessant und ich glaube auch eine sehr gute Alternative für jene, die Brot vermissen und auf jeden Fall da coole Aufstriche dazu tun. Und na, ich bin echt überzeugt von diesem Produkt und ich denke, dass das echt eine Zukunft hat. Schon, gell? Finde ich auch. Definitiv. Jetzt hat er mal meinen Text geklaut. Jetzt hat er schon alles gesagt, was ich eigentlich auch sagen wollte. Also ich bin, wie gesagt, total überzeugt. Und eigentlich wäre dieses Brot perfekt gewesen für meine Umstellung, weil du hättest echt brauchen können. Also wenn du jetzt auf deiner Umstellung bist von der normalen Ernährung zur Medical Medium Ernährung, ist dieses Brot auf jeden Fall empfehlenswert. Aber natürlich nicht nur, wenn du bei der Umstellung bist, sondern einfach auch für jeden. Also egal, ob du dich noch Medical Medium ernährst oder nicht, das ist auf jeden Fall ein super tolles glutenfreies Brot. Und was man dazu sagen muss, super einfach zu machen. Ja. Erfordert nicht viel Arbeit, ist sehr leicht, sehr gut beschrieben hinten und funktioniert sehr einfach. Also ist auch keine große Herausforderung. Die Inhaber oder Erfinder dieses Produkts haben sich sehr gute Gedanken gemacht und es funktioniert. Schön. Also unter 10 Minuten bist du mit dem Teig fertig. Gut, ich muss jetzt Fußball schauen. Danke. Tschüss. Das Tolle ist,
dass du dieses Brot natürlich auch jetzt sofort auch kaufen kannst. Und zwar findest du den Link zur Costura Backmischung unter in der Videobeschreibung. Du findest ihn aber auch auf meiner Webseite, und zwar auf meiner Empfehlungswebseite. Und damit es nochmal richtig, richtig sicher ist, dass man auch wirklich den Link findet, gibt es den Link auch noch auf meiner YouTube-Seite, auf meiner Beschreibung verlinkt. Also drei Orte, wo du den Link definitiv safe finden kannst. Und das Beste ist, wenn du über diesen Link bestellst, kriegst du nicht nur leckere Backmischungen. Für jeden Neukunden gibt es zurzeit minus 10% Rabatt. Also auf jeden Fall das Angebot holen. Sondern du unterstützt auch noch mich ein bisschen, denn als Affiliate-Partner bekomme ich nämlich eine kleine Provision. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich mega, mega freuen, wenn du mir ein Like, einen Kommentar und ein gratis Abo dalässt für mehr Videos von mir. Und wir sehen uns nächste Woche. Und bis nächste Woche wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Schlemmen von diesem leckeren Brot. Tschüss, Baba!